Mauro Dufner, heute hat es nach 4 Niederlagen in Serie endlich wieder einen Sieg gegeben für Servette. Es ist gerade richtig gut losgegangen. Erste Minute, erstes Goal. Was hat er heute anders gemacht als in diesem Match vorher? Ja, gross anders gemacht haben wir wahrscheinlich nichts. Heute ist der Böck ganz klar für uns gelaufen. Und eben, nach 4 Niederlagen im Folge kann man wieder aufs Glück hoffen. Und schlussendlich haben wir auch hart geschafft. Jetzt die harte Arbeit belohnt. Wie wichtig ist das in so einem engen Playoff-Rennen, so eng wie schon lange nicht mehr, dass man eben das Erfolgserlebnis zwischendurch gleich wieder mal einfährt? Ja, eben. Jetzt geht es eigentlich um jeden Punkt. Und wir sind froh, dass wir jeden Punkt mitnehmen können. Vor allem auswärts haben wir noch nicht so souverän können spielen. Und 3 Punkte sind immer gut. Was heisst das jetzt? Jetzt sind der Punkt gleich mit dem ZSC und mit Freiburg. Reicht das für die Playoffs? Ja, wie du gesagt hast, die Saison ist so eng und ich sage, das kannst du jetzt nicht sagen. Es sind 3 Punkte für uns, aber schlussendlich sind wir noch nicht grün. Ja. Dankeschön. Ja, merci. Super.